Hallo und herzlich willkommen, liebe Deutschrap-Freunde. Wir haben für euch ein neues Unboxing vorbereitet. Hier mit der Vinyl Edition zu 15 Jahre Deutschrap und Skandale. Das Album von Freiwild. Das alles als Jubiläums-Vinylauflage zum 20-jährigen Bandbestehen. Und noch ein Hinweis, 15 Jahre Deutschrock und Skandale erscheint erstmals auf Vinyl. Das Ganze gab es damals nur auf der CD. Somit ist es das erste Mal, dass es auf Vinyl erscheint, als Einzelvinyl, aber auch als Gesamtbox mit den ganzen Alben der letzten 20 Jahre von Freiwild. Wir entpacken das Ding erstmal und dann geht's weiter. Das ganze Album ist natürlich am 29. Juli 2016 erschienen. Einmal leicht einschneiden und dann haben wir schon offen, beziehungsweise ja, nicht ganz durchgezogen, kann ja mal passieren. So, da haben wir das Ganze entpackt und gucken uns das Albumcover an. Wir haben hier in der Mitte einen Totenschädel zu sehen mit einer Zigarre oder Zigarette in da im Mund. Ein schwarz-weißer Hut auf dem Kopf. Rundherum ein Lorbeerkranz mit Initialen Seins und gegenüber steht 2001. Damit zeigt man, Freiwild gibt es seit 2001. Rechts oben haben wir noch den Freiwild-Schriftzug und unter dem Totenschädel haben wir 15 Jahre in Schwarz, in Fett natürlich und darunter dann Deutschrock und Skandale. Links oben sehen wir JVA Jubiläums Vinyl Auflage und dann drehen wir das Ganze mal zur Seite. Hier haben wir den Hinweis, dass es die 12. Vinyl ist, der Vinylbox, Katalognummer, dann Freiwild, 15 Jahre Deutschrock und Skandale, JVA. Und das Logo, was sich immer weiter vervollständigt. Dann gucken wir uns die Rückseite an, wie schlicht in einem beigen Ton gehalten ist. Die Tracklist ist hier aufgelistet. Seite A beinhaltet 6 Tracks und Seite B 5. Das machen 11 Tracks an der Zahl. Dann sehen wir noch rechts unten der Barcode, damit man sich das auch einzeln kaufen kann. Es gibt nämlich auch einzeln und nicht nur in der Vinylbox. Dann haben wir links unten Rookies and Kings. Darüber ist das Ganze erschienen. Ja. Sulfur, die für den Vertrieb verantwortlich waren, sind natürlich hier auch aufgelistet. Und Harder Entertainment, das Management. Es ist ein aufklappbares Gatefold und da gucken wir jetzt mal genauer rein. Hier kommen uns schon die vier Herrschaften entgegen, die hier auf einer Art Dachboden
durchscheinend sein. Links Philipp Burger, dann unten an der Wand sitzen Zecker, an der Wand stehen Föhre und dann Jonas Notdorfer, der hier auf einem Radio sitzt. Das Ganze alles in schwarz-weiß. Linke Stecktasche ist festgeklebt, weil es nur eine Vinyl gibt, die jetzt hier in der rechten Stecktasche. Holen wir jetzt mal raus. Und legen das Geldbeutel mal zur Seite. Wir haben natürlich hier eine CD beiliegend, die natürlich das Album beinhaltet als MP3-Version. Man kann sich das Ganze quasi in seinen CD-Player reinschieben, ins Autoradio und unterwegs hören, als Alternative, wenn man nämlich keinen Plattenspieler hat. Das Cover ist identisch wie auf dem Vinylcover. Und die Rückseite ist ebenfalls genauso. Und hier haben wir nochmal die ganze Tracklist. Es sind 11 Tracks. Und dann gucken wir uns mal die Vinyl genauer an, die hier in einem weißen Papierfolder kommt. Wir haben hier Seite A die ersten 6 Tracks mit den Lyrics erfasst. Sehr schön. Und Seite B mit den restlichen 5 Tracks. Und wir gucken uns die Vinyl jetzt mal genauer an. Klassisch schwarz. Wir kennen es natürlich, das Albumcover. Und auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Sehr schön. Das war's wieder. Wir fassen noch einmal zusammen, was sich in dieser Vinyl Edition befindet. Die eben gezeigte Vinyl mit insgesamt 11 Tracks, auf Seite A 6, auf Seite B 5, mit der dazugehörigen CD. Das alles in diesem wunderbaren Gatefold. Das war 15 Jahre Deutschrock und Skandale von Freiwild. Mich würde interessieren, was ihr vom Album haltet und wenn ihr die Band unterstützen möchtet. Die Links stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao!